So, und damit herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas mit mir und Dominik. Oder auch nicht. So, wir gehen zu Intertrain. Kickstart. Oh nein, nicht schon wieder das. Okay. Okay, machen wir es mal. Haben ja jetzt hier einiges gelernt. Das ist eigentlich die Motorradschule. Eben. Genau dafür. Ja, also, genau. So. Ja. Die roten wollen wir wirklich zuerst. Wie viele Punkte brauchen wir eigentlich? 26. Okay. Läuft doch jedes Mal im Stadion. Okay. Machen wir erstmal hier die einfachen Dinger. Auch wenn es jetzt nicht klug sein mag. Dann haben wir die schon mal abgearbeitet. So. Ah, Kacke. Müssen wir alle Punkte sammeln? Nee, ne? Nein. Wie gesagt, du brauchst mindestens 26 Punkte. Ich weiß ja nicht, wie viele Punkte wir insgesamt hier haben. Okay, wir haben schon mal die Hälfte. Du machst definitiv nicht alle Punkte. Weil ich weiß, im Spielplan hat man nicht mal weit mehr über als über 26 Punkte. Das ist aber auch nur hauptsächlich, weil es schneller ist, alle Aufgaben zu bewältigen als Schlafen. Scheiße! Also im First Try werden wir es definitiv nicht schaffen. Wir brauchen nur noch einen roten. Ein Ding. Wo haben wir einen grün? Wo haben wir einen grün? Wo haben wir einen grün? Oh mein Gott! Wie war's nochmal? Wir schaffen es nicht im First Try. Dann holst du jetzt noch die 8 Punkte. Ja, das Ding ist, ich wollte eigentlich hier nebenan, wollte ich die roten Punkte mir noch sammeln, weil dann hätten wir es locker geschafft. Puh! You smell like you're from England.
Danke? Kickstart? Nee. Ist das zeitlich gesetzt? Ich weiß es nicht. Auf der Dings steht halt nicht, wann welches Event kommt. Deswegen gehe ich mir davon aus. Ah. Oh. Okay, ich weiß wann. Wann? Guck mal bei deinen Statistiken. Nein, nicht den Statistiken. Ja, mit Fett und Muskeln und so. Achso. Ah, es ist donnerstags. Okay. Montags und Mittwochs. Kommt das zweite Event. Okay, bedeutet, wir brauchen die Immobilie da hinten. Dann fahren wir da hin. Kaufen uns die Immobilie und machen das Rennen. Hätte ich jetzt gesagt. Das Gute ist ja, wir können ja hier einfach da eine Abkürzung nehmen, nenne ich es jetzt mal. Am besten nicht in der Tankstelle hinein. Das ist keine Abkürzung. What kind of license you got? A fishing license? Cool. Very intelligent. Very intelligent. So, dann gleich dann hier direkt. Hep. Ja, auf der Weg. Das ist unnötig. Ist aber cool. Wenn du cool und unnötige Sachen getroffen hast. You new to this driving thing? Beschuldigst du ihn? Hast Angst? Ja, komm. Ed ist für einen guten Zweck. Ja, das später brauchst du sowieso Immobilien. Mhm. Eben. Die sehen aber von innen alle gleich aus. Jetzt haben wir Freitag. Was hast du gesagt? Mittwoch. Dann haben wir jetzt Samstag, ja. Die Uhrzeit ist egal, ne? Ja. Der Wochentag ist entscheidend. Okay. Schon blöd, dass du halt ein Rennen halt nur an zwei Tagen hast. Aber da erwarte ich jetzt was richtig Cooles. Erwarte nicht. Wird's schlimm für mich? Nein, es ist bloß nichts Cooles. Also wird's schlimm. Was ist denn so? Wie bitte? Ja, Montag. Das ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback. Find's cool, wie leise du bist. Ja, ich bin etwas weiter weg. Ich weiß. Wolltest du nur mal sagen? Ich bin nicht. So. Ich habe nicht mehr die Stärke,
Ist ja schließlich eines, alt. Eines Schrank Andreas. Komm. Push. Wohin gehst du? Das dein Auto weiß es nicht, aber es geht viel zu lange. Oh. Hab mich doch dagegen entschieden. So, wo war das nochmal, das Stadion? Hab ich nicht markiert. Das ist die alte Markierung nur weggemacht. Genau, Andreas. What the fuck? Was ist mit OBS? Aliens. Was? Was ist mit OBS los? Das mag mich. So, ich hab gesehen, dass OBS wieder einmal Probleme macht. Ich muss mir noch mal überlegen, was ich mit OBS mache. Töten, umbringen. Ja. Ich versteh's halt nicht. Es ist halt so dämlich. Es ergibt halt auch keinen Sinn. Das ist das einzige Spiel, wo es Probleme gibt mit OBS. Und auch nur heute. Warum? Wir sind nie in Los Santos. Oder hat sie erst gesagt, weil ich aus Los Santos komme? Egal. Machen wir das Rennen hier. Machen wir das Rennen da hinten und so. Cool, dass genau in dem Moment meine Motorrad-Skills hochgehen. So. Dann, los! Zum Rennen! Ich hoffe, deine Anatomie ist uns erlaubt. Third Track. Und die Halte muss das Rennen gewinnen. Ich dich auch. Ey, wenn der Sänger da sagt, dann auf jeden Fall muss ich doch antworten. Oh Gott! Ja. Bitte gab's da zu lassen. Was zur Hölle?
Ich bin im Kreis gefahren, oder? Ich bin verwirrt. Ich bin im Kreis gefahren. Ich bin verwirrt. Wie, die können nicht sterben! Ich wollte gerade sagen, ist das so erlaubt? Darf man das? Ich kann immer zum Schläger halten, immer letztes Mal. Kann mich hier irgendjemand festnehmen? Kann ich dich festlegen? Und jetzt weiß ich wenigstens, wie ich fahren muss. Macht mich aber nur umso trauriger. Vielleicht gibt's ja noch ein paar Schlägereien. Irgendwie mag ich das zu bezweifeln. Ist nicht dein Ernst, ey. Ja, geh doch weg, Mann! Ich mach hier gleich eine Massenschlägerei. Ja, komm! Alter. Du Penner! Natürlich. Das wäre ein Stadion-Event ohne Living Colors for the Personality. Ich weiß nicht. Ein Event, was man sich tatsächlich geben kann. Das nach zwei Stadion-Events. Ich hab viel zu oft jetzt etwas an Living Colors for the Personality. Er hat sein Moped da verloren. Oh ja. Ich bin ein Vollidiot. Das ist doch cool, wenn du nicht zu deinem Fahrzeug zurückkehren musst. Oh, wobei, weißt du was? Ich wurde disqualifiziert, weil ich mein Fahrzeug verlassen habe, nicht weil ich andere Leute verprügelt habe. Nee, das machen die an Verknüpfung sicher gegenseitig. Ich hab ja gedacht, vielleicht gibt's ja noch eine Massenschläger. Ja. So. Pass auf, gleich gibt's viel. Ja, was meinte ich mit viel? Es ist halt so dumm. Ich weiß halt nicht, wie ich das schaffen soll. Ich auch nicht. Also ich weiß, wie man es schaffen kann. Ohne Probleme, aber das machen wir nicht. Mit zwei Cheats. Fliegen dann die Gegner in die Luft und dann hast du die Strecke für dich alleine. Lass mich mal in Ruhe. Oh, lass mich mal in Ruhe! Dann enttäuscht nach der ersten Runde. Oh, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Hä? Warum? Ich verstehe manchmal hier die Platzierung nicht, ne? Du fährst im Kreis.
deswegen, dass wir manchmal Leute, die hinter dem Hintern vor dir. Also ja, eigentlich hätte es auch vor dir sein können. Die Strecke ist ja auch noch überdeckt, ne? Ja, weiß das wieder nicht sollte. Ich bin überfordert. So, wenn der erste jetzt noch spielt. Dann haben wir hier eine Beerdigung. Erstens das, zweitens, dann bist du Erster. Ich dich auch, Bruder. Das ist der Erste. Wehe, du fällst vom Ball. Ja, wehe, du fällst vom Ball. Fall gar nicht vom Ball. Ich will nicht vom Ball fallen. Weißt du, wie weh da tut? Ja, hab ich mein Steißbein gebrochen. Alter! Oh. Junge! Dreckig. Kommt er mit den dreckigen Tricks? Der dreckige Dan! Der dreckige Vater sitzt du. Aber festhalten, ich bin jetzt schon der Sieger der Herzen. Gut, du bist nicht mein Sieger, wenn du sowas Dummes machst. Mach's spannender. Du brauchst es nicht spannend zu machen. Wir verkacken eh. Das kommt nicht gut. Der Mutter hat doch verkauft, oder was? Das war schön! Das war schön! Das wäre schön. Das wäre schön. Und es gibt halt einen Punkt, an dem die halt alle verrecken. Ja. Und Massenschlägereien passieren. Ja. Ja, nicht der, ich stelle die Massenschlägereien. Deswegen, wenn du die überlebst. Das ist aber immer die Stelle, an denen ich. Dann von mir aus auch immer einen vorlasse. Oh Gott! Das war gut. Und er ist gestorben, das habe ich gehört. Ach, das war gut. Und er ist gestorben. Ja, ich wäre fast selbst gestorben und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ah, das ist gut. Und dann habe ich so ein Dsch gehört und das war sein Tod. Ja, stell mal vor, ich hätte gesagt, boah, das gefällt mir. Und er ist gestorben. Wenn du zu mir sagst, ja, wenn der Erste jetzt stirbt, dann machen wir eine Beerdigung. Wenn die anderen sterben, ist mir scheißegal. Ist gut. Heiße Scheiße. Letzte Runde, Bruder. Ja, ist schon lange. The cult of personality. Spannender machen. Okay, so spannend muss es jetzt auch nicht sein. Ich will's nicht spannend machen, ich bekomme grad schwitzige Augen. Was? Wie? Das ist gut. Hat er insgesamt gesund gehört. Ja, ja. Meine Augen schwitzen! Oh Gott! Nur noch ein Stadion-Event. Das nehme ich! Ey, Nutte, komm mit! Ihr habt die Nutte mitgenommen. Radio Los Angeles. Eventuell doch nicht so cool, dass die Polizei jetzt zieht. Okay. Tschüss, CJ. Was du erwartet? Dass die Polizei vielleicht nicht direkt vor mir fährt. Zum zweiten Mal. Cool, da. Diesmal sogar. Nein. Das erste Mal wäre nicht so schlimm, es war nachts. Konnte man übersehen. Das zweite Mal konntest du gut. Was soll denn?
Weiß nicht, wo wir hier sind. Aber es macht mir Angst. Ich will nur kurz was gucken. Okay, nee. Gut. Wir gehen dann zum Abspeichern. Und... Die lief nicht richtig. So, wir gehen zum Abspeichern und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei der Trucking-Mission, ja? Ich werd's machen. Bis dann, haut rein.